Hi Leute, ja, gerade ist ein Paket angekommen. Ich hatte vor einiger Zeit mal gesagt, dass ich eins erwarte, beziehungsweise damals, also es gab so ein paar Probleme mit dem Bezahlen und so, und der Gute ist heute angekommen. Ja, es gab dazu kein Briar-Raten, weil es ein Repaint ist. Wer genau die Repainterin ist, gucke ich gleich nochmal nach. Auf jeden Fall, ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, also es war extrem schnell. Sie hat ihn, soweit ich weiß, gestern losgeschickt oder vorgestern und der ist jetzt schon da. Also das finde ich extrem krass. Hier alles ist abgeklebt und ich schneide das jetzt mal eben auf. So, jetzt ist es auf und bleibt bitte bis zum Ende dran, beziehungsweise wenn euch das interessiert, aber am Ende kommen noch relativ wichtige Infos. Einmal, warum ich jetzt so lange nichts hochgeladen habe und so. Und ja, es wäre ganz gut, wenn ihr da bis zum Ende bleibt. Sie hat schon gesagt, dass die immer sehr gut verpackt und bis jetzt auch noch nichts passiert ist. Deshalb habe ich da eigentlich keine große Angst, dass da irgendwie was zu Schaden gekommen ist. Ja. Leg ihn mal beiseite. Ich guck mal, ob hier. Nee, ich glaube, ansonsten ist da nichts mehr. Das ist der Gute. Soweit ich weiß, das ist es ein Er. ich konnte es leider auf den Bildern nicht so gut erkennen. Es ist sogar eine Decke dabei. Ja. Oh, ihr seht es schon. Der Hund bellt. Oh mein Gott. Nein, es ist eine Sie. Es ist auf dem Gotthard-Modell. Und sie hat Top LSQ. Sie ist wunderschön. Also wirklich, sie ist wunderschön. Diese Hufe und diese Augen. Also sie ist extrem süß. Auf jeden Fall. Sie hat, soweit ich weiß, keine Macken. Auf jeden Fall. Ich liebe dieses Modell, aber das ist voll komisch. Ist wahrscheinlich hier. 2013, von 2013, da wurde er bemalt. Sie. Ja, also. Oh mein Gott. Ja. So wunderschön. Aber ich hätte sie mir größer vorgestellt. Also ich hätte sie mir definitiv größer vorgestellt. Auf jeden Fall. Aber die Größe ist super. Also größer finde ich auch nicht ganz so schön. Auf jeden Fall. Diese Dapples. Oh mein Gott. Also wirklich Hut ab an die Repainterin. Ich gucke da jetzt gleich nochmal eben nach, wer das war. Auf jeden Fall wunderschön. Auch dieses Ausgefranste. Und ich selber bin ja jetzt... Hier, das ist noch ein bisschen Dreck dran. Ich selber bin jetzt, was Briar Repainten angeht, nicht ganz so erfahren. Aber wow. Es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Sie hieß, glaube ich, Jessica Klaus oder so ähnlich. Auf jeden Fall Klaus mit Nachnamen, das weiß ich. Aber ja. Ja, jetzt steht sie hier. Sie steht, auch oben mit denen hier. Weil hier rein passt sie nicht. Von der Höhe her. Sie ist mit der Platte sogar noch ein Stückchen größer. Von den Ohren her. Auf jeden Fall ist die wunderschön. Und bitte sagt mir mal Namensvorschläge, weil ich habe absolut gar keine Ahnung, wie ich sie nennen soll. Vielleicht irgendwas mit Summer Dream oder so. Auf jeden Fall ist sie voll schön. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Infos. Ja, ich mache das jetzt wieder so. Und zwar, ich werde dieses Jahr doch nicht aufs Briarfest gehen. Das hat private Gründe und zeitliche Gründe. Und ja, deshalb habe ich auch jetzt dieses Repaint geholt. Und ja, nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich hingehen. Ist aber noch nicht sicher. Ja, und zu den Videos. Also ich hatte in letzter Zeit wenig Zeit, weil halt bei mir auch die Schule wieder angefangen hat. Und ich repaint auch momentan leider nicht ganz so viel, weil ich einfach keine wirklichen Ideen habe. Beziehungsweise ich habe Ideen, aber ich kann sie nicht umsetzen. Oder habe zu wenig Pferde oder so.
Und ich habe auch zu wenig Videoideen. Also habe ich es lieber ganz gelassen und habe mich jetzt mit dem Auspackvideo wieder gemeldet. Ja, und dann wird es aber in nächster Zeit, also morgen oder übermorgen oder so, wird es dann noch ein Briar-Update geben. Weil ich habe jetzt schon über 3 neue Pferde. Und ihr kennt sie zwar alle, aber ja, ich habe halt auch einiges umgestellt und so und verändert. Deshalb hat sich schon einiges verändert bei meinem kleinen Sammlungsregal. Ja, und das mit der Partnerauslosung und das werde ich wahrscheinlich erstmal nicht mehr machen, weil mir das zu viel Schreibkram ist und ich auch momentan nicht so viel Zeit dazu habe. Genauso wie mit der LS-Auswertung. Was alles kommt, wenn Zeit dazu ist, also bitte nervt, also bitte schreibt mich nicht damit an, wann das jetzt kommt, weil ich weiß selber, es ist doof, dass es so lange dauert und es tut mir auch wirklich leid, aber wenn es zeitlich nicht passt, dann passt es nicht. Ich bin auch nur ein Mensch, ich habe auch noch Sachen, die ich erledigen muss und ja, deshalb. Im Hintergrund ist gerade die Katze, was? Ja, auf jeden Fall werden jetzt in Zukunft wieder ein paar mehr Videos kommen, wenn ich die Zeit dazu habe. Ich muss mich halt auch momentan sehr schulisch sehr konzentrieren, damit ich nichts verpasse und so. Und da kann ich halt nicht die ganze Zeit nur Videos drehen. Deshalb hoffe ich, ihr verzeiht mir das, wenn halt auch mal wie jetzt in ein paar Wochen halt nichts kommt. Ja, damit habe ich mich wieder gemeldet und damit verabschiede ich mich jetzt auch. Bitte Namensvorschläge für die Schöne in die Kommentare. Ich finde sie übelst süß. Ja, ich gucke jetzt noch mal einmal kurz nach, wer die Repainterin ist. Also, ich habe leider den vollständigen Namen nicht mehr gefunden. Auf jeden Fall heißt sie Klaus. Soweit ich weiß, also mit Nachnamen, soweit ich weiß, Jessica Klaus. Ich bin mir da aber nicht sicher. Also Namensvorschläge bitte in die Kommentare und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse.